So, liebe Interessenten, Goethe-Hörer, Reinecke-Fuchs-Freunde und Malerei-Interessenten, hier mein Abschluss zu meiner Lesung von Goethes Reinecke-Fuchs und zu der Ausstellung Eating the Universe, mein Online-Beitrag hier, das gemalte Stillleben. Mean Mr. Mustard, das ist der Titel der letzten Aufnahme im Studio Abbey Road von den Beatles. Mean Mr. Mustard, der böse Herr Senf. Es ist also einer von den vielen kleinen Humortexten der Beatles, ein Rockstück mit dem Wirsingkohl hier bei mir, mit dem Knacker von Haverland aus Dresden, aus der Rotenburger Straße und der originaldeutschen Beatles-Single auf einer Fahne. Fahne bedeutet quasi diese dreifarbigen Streifen, zwei Farben, eine Nichtfarbe. Stilllebenmalerei von mir. Und für alle, die da ein Interesse dran hatten und das auch bekundet haben und so weiter, gehe ich jetzt hier über zu meiner Abschlussvorstellung mit dem Auftakt für eine weitere Bilderexposition, aber hier nochmal einiges zum Reinecke Fuchs. Ich habe ein Lexikon hier, altes Lexikon aus den 50er Jahren von Bertelsmann zu Reinecke Fuchs. Heißt es hier, Haupt- und letzter Vertreter des mittelalterlichen Tierepos, Epos, also Tiererzählung, nach einer Aesop'schen Fabel in den Niederlanden ausgebildet, 1498, besonders in der ungenauen, aber viel gedruckten hochdeutschen Fassung, zuerst 1544 verbreitet, auch in der in lateinischen Jamben 1567 durch Hartmann Schopper und deutsche Prosa umgesetzt durch Gottsched 1752 von Goethe um- und neu gedichtet 1794 oft geistreich bebildert von Ammann oder auch im 19. Jahrhundert von Wilhelm von Kaulbach. Reinecke der Vosser hieß das im Niederländischen und ich habe hier eine alte Klassikerausgabe Goethe, wo das Gedicht auch drin ist, unbebildert. Ja, was heißt Gedicht? Also dieser Tierepos, die Fabel. Und da will ich eine ganz kurze Einleitung zu dem Zeitgeschehen, nämlich ist es folgendes, es ist nicht Goethes beste Zeit. Der Reinecke Fuchs entstammt dieser nicht so guten Zeit. Man weiß, dass den Dichter seit der Rückkehr aus Italien, war heimlich nach Italien abgehauen aus seinem Dienst in Weimar und keiner wusste, wo er war und er hat also in Italien eine Kunstreise gemacht und eine Liebesabenteuer-Pausenreise sozusagen von seinen deutschen Kabalen. Und die Erinnerung an die schöne Freiheit in Italien erhielt durch die Enge des weimarischen Lebens einen bitteren Beigeschmack, dazu die Verfeindung mit Frau von Stein, die Ansprüche des Hofes von Weimar, die wiederholten Zwangsreisen im Dienste des Herzogs und endlich die Unruhen und Erschütterungen infolge der Revolution, also der Französischen Revolution. Goethe war auf der Seite des französischen Königs, Kaisers. Allzu deutlich spiegelt sich Goethes damalige Verstimmung in den unerfreulichen Lustspielen, die er geschrieben hat, die aufgeregten und so weiter wieder. In solcher Laune nahm er Ende Januar 1793, kurz nachdem ihn die Nachricht von der Hinrichtung Ludwig des 16. getroffen hatte, das nicht niederdeutsche Epos von den Schelmenstreichen des Fuchses in die Hände. Zu seiner eigenen Zerstreuung und Erheiterung beschloss er es zu erneuern, indem er es in hochdeutsche Hexameter umgoss und am 1. Februar bereits las er von seiner Nachdichtung eine Arbeit, die ihn sehr attackierte, bei Herder eine erste Probe vor. Und ich möchte hier noch ganz kurz ein kleines Urteil dazu zitieren. Ich muss mal genauer gucken hier.
Sein Werk wurde das beliebteste aller Tierepen. Er lebte zahlreiche Drucke, wurde ins Hochdeutsche, Dänische, Schwedische und Lateinische übersetzt und als Volksbuch in Prosa aufgelöst. Die oben erwähnte Prosa-Übersetzung Gottscheds ist mit gewissenhaftem Fleiß gemacht, aber nüchtern und humorlos und durchaus nicht frei von Missverständnissen. Unter den öffentlichen Besprechungen, die Goethes Bearbeitung veranlasste, heben wir die der Neuen Bibliothek der Schönen Wissenschaften und der Freien Künste und die der Neuen Allgemeinen Deutschen Bibliothek hervor. Und da heißt es, über Goethes Arbeit bemerkt der Verfasser unter anderem, sie ist Übersetzung, aber meisterhafte Übersetzung mit aller Freiheit der Worte und Wendungen, verbindet sie fast überall die höchste Treue in Darstellung des Sinnes und Geistes, gereimte, jambische... So, ich breche das mal ab. Ich will nur sagen, ich habe das tatsächlich zwar gekannt, mehrfach schon gelesen in meinem Leben, aber ich habe das für die Lesung nicht geprobt. Deshalb gibt es durchaus auch einige Fehler, aber ich finde, dass das so melodiös und vom Versmaß her wirklich ziemlich gut gelungen ist. Mangels Zeit konnte ich das gar nicht proben, aber das liegt daran, dass diese Hexameter, also die Zeilenlänge, die Auf- und Abbetönung und so weiter, dass das wirklich unglaublich gut geschrieben ist von Goethe. Und es ist ja eine etwas andere Sprache, ein etwas anderes Vokabular, als wir es heute sprechen. Trotzdem, glaube ich, konnte man das auch unvorbereitet verstehen, so dass es dann sinnvoll war. So, und ich habe nämlich inzwischen eine Brille nicht mehr zur Verfügung, und diese schöne Brille, mit der kann ich in der alten deutschen Schrift fast gar nicht lesen. So, hier ist also dieses Buch, aus dem ich gelesen hatte, Reinecke Fuchs, und zwar, das ist bebildert von Wilhelm von Kaulbach, also im 19. Jahrhundert gemacht, und da werden also die Tiere, also besonders auch der Fuchs, in Menschenkleidung dargestellt, und eigentlich teilweise reden diese Tiere in den Dialogen bei Goethe tatsächlich von sich selber als Menschen. Und dieses Buch hier, das will ich auch noch kurz sagen, der Ehre halber oder des Dankes halber, das ist gedruckt worden, Hasso-Ebeling Verlag Wiesbaden, 36 Illustrationen von Wilhelm von Kaulbach, Johann Wolfgang von Goethe. Das ist hier 1973 gemacht. Und die in dieser Ausgabe wiedergegebenen Texte und Illustrationen entstammen der Ausgabe Johann Wolfgang von Goethe, Reinecke Fuchs, Cotta, Stuttgart, 1846. Goethe ist 1832 gestorben, im Alter von über 80 Jahren. Das ist also erheblich später als Goethe erschienen. Und diese Bilder von dem Kaulbach hat Goethe auch nicht gesehen. Gut, und im Hintergrund ist also ein anderes Stillleben von mir, wie das immer bei mir ist, Ölfarbenmalerei auf Leinwand, und die Gegenstände, die ich da zusammenstelle, sind lebensgroß. Und hier sieht man auch diese Hanteln, die da gemalt sind, die Glühlampe und das Hemd, was ich gerade anhabe, und die Gitarre. Abschluss meiner Reinecke Fuchs Geschichte, und auf ein neues. Wiederhören, Wiedersehen.